Willkommen zu diesem Video. Ich denke, ich bin nicht der Einzige, der einen Scanner zu Hause hat. Nun habe ich aber das Problem, dass wenn ich Dokumente scanne, dann kann ich die nicht durchsuchen. Im Prinzip wird eine Bilddatei in ein PDF konvertiert und das Ganze ist nicht durchsuchbar. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal einen ausgedruckten Text. Ja, und dann habe ich im Prinzip die Nachteile von einer Papierversion, wenn ich den jetzt klassischerweise scannen würde. Ich kann nichts durchsuchen und nichts markieren in dem Text. Denn darüber ist ja keine Schrifterkennung gelaufen. Schrifterkennung ist auch unter dem Stichwort OCR, Optical Character Recognition, bekannt. Hier kann also eine Software diese Bilddatei durchsuchen und versucht eben, Wörter und Buchstaben zu erkennen. Das hat dann im Nachgang den Vorteil, dass ich in der Lage bin, einen Text zu durchsuchen und auch zu markieren und Teile des Textes zu kopieren. Und es gibt noch einen weiteren großen Vorteil, nämlich die Windows-Suche zum Beispiel oder bestimmt auch andere Suchfunktionen von anderen Betriebssystemen, die können dann in den Dokumenten suchen. Wenn ich jetzt also einen Dateinamen unglücklich gewählt habe und ich suche eine bestimmte Rechnung, kann ich einfach nach der Rechnungsnummer suchen und wenn die korrekt erkannt wurde, dann wird auch das Dokument dazu gefunden. Und deshalb ist mein Ziel gewesen, alles was ich scanne, soll auch durchsuchbar sein. Und ich möchte euch heute auf die Reise mitnehmen, wie ich das gemacht habe, denn da bin ich über ein paar Schwierigkeiten gestoßen. Los geht's nach dem Intro. Im Intro habe ich euch ja schon erklärt, was die Vorteile sind, wenn mein Textdokument auch durchsuchbar ist. Ich glaube, viele von euch kennen die Vorteile schon, ohne dass ich die euch jetzt erzählt habe. Jetzt ist aber die große Frage, wie kann ich meine Dokumente durchsuchbar machen? Da werden einige einwenden, ja, da gibt es doch kostenlose Software für, die hast du doch auf deinem Kanal auch schon vorgestellt, zum Beispiel PDF24. Das stimmt, natürlich, ich kann auf meinem Windows eine Software starten, kann sagen, nimm das PDF und durchsuch das mal. Es geht aber noch ein Stück eleganter. Ich kann nämlich auch eine Software nehmen, die nennt sich OCR My PDF, auch die ist kostenlos, und kann einfach sagen, schau mal in den Ordner, wenn du dort PDF-Dokumente findest, und die haben keinen Text, dann versuch die doch mal zu erkennen. Versuch doch mal eine Texterkennung auf diese Dokumente zu machen und überschreib die dann einfach. Oder leg die in einen anderen Ordner ab. Also auch das ist eine Möglichkeit. Jetzt muss man sich aber fragen, wie möchte man das realisieren? Hat man einen Windows-PC laufen und scannt dann Richtung Windows-PC mit seinem Scanner? Könnte man machen, wäre also auch eine Möglichkeit. Aber eine ganz elegante Möglichkeit ist, wenn man sein NAS nimmt, da ist ja eine CPU drin, das heißt, die ist auch in der Lage, eben Software auszuführen und da kann ich eben auch diese Erkennung drauf machen. Mein altes QNAP hatte nur eine ARM-CPU, das war zu schwach dafür. Mein neues Synology hat jetzt eine Intel-CPU und die hat genug Power, um so eine Texterkennung eben durchzuführen. Und da mein NAS ja rund um die Uhr läuft, wäre das auch die perfekte Maschine, wo diese Verarbeitung eben ausgeführt werden könnte. Dazu müsste ich aber in der Lage sein, mit meinem Scanner auf das NAS zu scannen. Ja, und das bin ich in gewisser Weise auch. Also mein MB5150, das habe ich in vielen Videos auch schon oft gelobt, eigentlich die Funktion, muss es heute aber ein bisschen kritisieren. Der ist in der Lage, auf ein NAS zu scannen. Ich wähle es hier mal aus, ich gehe mal auf meine benutzerdefinierten Profile und jetzt stellt er die Verbindung her und hier unten, ich hoffe, man kann es im Video sehen, hier steht auf jeden Fall NAS und hier würde er eben seine Dokumente aufs NAS legen, also auf mein Synology NAS. Das habe ich vorher konfiguriert, einen speziellen Ordner ausgewählt und da legt er eben jetzt diese Dokumente drauf, die ich scanne. Ja, das hat aber ein paar Nachteile und ich habe euch ja versprochen, ich nehme euch heute ein bisschen über die Hürden mit, die ich hatte bei dieser ganzen Konfiguration. Theoretisch funktioniert das so. Praktisch habe ich damit aber das ein oder andere Problem gehabt. Nämlich der Scanner unterstützt nur SMB Version 1. Was ist SMB? SMB ist das Protokoll, mit dem Dateifreigaben in Windows realisiert werden. Ich kann also ganze Ordner freigeben, zum Beispiel auf der Fritzbox, kennt man das von Fritz NAS. Dort werden auch Ordner freigegeben und ich kann mit anderen PCs darauf zugreifen. Und SMB ist ein ziemlich altes Protokoll und die Version 1 ist natürlich die älteste Version davon. Und es gibt mittlerweile SMB V2 und V3. Und dieser blöde Scanner, das kann ich echt nicht anders sagen, der unterstützt nur V1. Die wird nicht mehr gewartet, hat Sicherheitslücken und sollte man eigentlich nicht mehr verwenden. Leider gibt es aber von Ken dazu kein Update, obwohl denen das Problem bekannt ist. Ein zweites Problem ist die Authentifizierungsmethode. Der Scanner unterstützt nur NTLM V1.
Das ist auch also ja, prähistorisch im Computerzeitalter, diese Authentifizierungsmethode, und wurde deshalb zum Beispiel schon aus dem Fritz OS rausgepatcht. Man kann also diesen Scanner nicht mehr benutzen mit einer Fritzbox, also nicht mehr auf einer Fritzbox scannen. Als Netzwerkgerät kann man es noch verwenden, aber die Funktion der Fritzbox, dass sie eben auch ein NAS bereitstellt, kann man hier nicht verwenden, weil die Protokollversionen so alt sind, dass die Fritzbox sie nicht mehr unterstützt. Mein NAS wiederum unterstützt diese, wenn ich sie extra aktiviere und ganz viele Warnungsfenster wegklicke. Das Problem ist nämlich, NTLM V1 und SMB V1 sind Einfallstore für Viren und Trojaner, wenn ich das NAS halt ins Internet freischalte. Das heißt, wer diesen Spaß machen will, der sollte auf keinen Fall sein NAS ins Internet freischalten und die Firewall auf der Fritzbox oder dem Router aktiviert lassen und das NAS nicht freischalten. Das war also die erste Hürde, die ich nehmen musste. Wie kann ich das an Netzwerklaufwerk anbinden? Und die Methode ist nicht elegant. Ich habe auch keine gute Lösung für euch, zumindest nicht bei diesem Drucker. Dann kommen wir zum nächsten Problem, das ich hatte. Und das hat damit zu tun, wie dieser Scanner seine Daten verarbeitet. Also ich würde es euch mal vorführen und erkläre euch, was dann im Hintergrund passiert. Ich lege zum Beispiel jetzt in den Einzugsscanner mein Dokument ein und drücke dann hier auf Scannen. Und dann fängt er an, die Seiten aufs NAS zu speichern. Und hier werde ich jetzt gleich den Dateinamen sehen, wie er das speichert. So, Scan 001 PDF. Und was dann tatsächlich passiert ist, dass er diese Datei jetzt gerade abgeschlossen hat. Also hat mit dem Betriebssystem oder dem Betriebssystem nicht unbedingt, aber dem Dateisystem hat er gesagt, hier ist die neue Datei, die ist fertig. Und jetzt scannt er dann die zweite Seite, oder wenn er dann die zweite Seite scannt, öffnet er die Datei wieder zum Bearbeiten und hängt die zweite Seite an, die er gescannt hat. Das heißt, es gibt zweimal die Operation auf dem Filesystem, wo er eben sagt, Datei abgeschlossen. Und wenn ich jetzt einen Automatismus darüber laufen lassen will, um zu erkennen, ob eine neue Datei vorhanden ist, habe ich ein Problem. Nämlich, dass der Automatismus ja nicht weiß, wann der mit seinem Scanvorgang fertig ist. Und genau das passiert auch, wenn ich SynOCR benutze. Das ist eine grafische Benutzeroberfläche für OCR MyPDF, die extra für mein Synology NAS entwickelt wurde und sehr einfach installiert werden kann. Die benutzt unter anderem den iNotify-Mechanismus. Das heißt, die wartet auf ein Signal des Dateisystems, bis das Dateisystem sagt, hier, ich habe eine neue Datei, die kannst du verarbeiten. Die Verarbeitung beginnt dann sofort, obwohl der Scanner vielleicht noch dabei ist, weitere Dateien anzuhängen, und auf dem Scanner kommt es dann tatsächlich zu einer Fehlermeldung. Aber ihr habt ja jetzt gesehen, dass es funktioniert hat, und ich kann euch auch verraten, dass SynOCR läuft. Also was habe ich gemacht, damit das Ganze funktioniert? Erstmal habe ich in das Forum, ins deutsche Synology Forum geschrieben, da verlinke ich euch natürlich auch den Thread dazu, und da ging es genau um diese Problematik. Und hier habe ich den hilfreichen Tipp bekommen, dass ich einfach einen Find-Befehl erstellen kann, also ein Linux-Kommando, das die Dateien erst verarbeitet, wenn die älter als eine Minute sind. Wie kann man das realisieren? Naja, ich nehme einen Ordner, in den scanne ich rein. Dann lasse ich darauf einen Find-Befehl laufen und der nimmt nur Dateien mit, die älter als eine Minute sind. Also das Änderungsdatum muss älter sein als eine Minute und erst dann kopiert er die in einen zweiten Ordner. Auf diesem zweiten Ordner wartet dann erst mein SynOCR auf neue Dateien. Das SynOCR weiß von dem ersten Ordner gar nichts, sondern schaut nur auf diesen zweiten Ordner. Und auf diesem zweiten Ordner wartet dann eben iNotify und iNotify sagt dann, hier gibt es eine neue Datei und die ist ja dann auch abgeschlossen und dann erst wird die Texterkennung darüber gemacht. Damit habe ich dieses Problem tatsächlich gelöst. Ich muss also eine Minute warten nach dem Abschluss des Scans, bevor der mit der Verarbeitung im Prinzip beginnt. Und das Problem habe ich übrigens auch, wenn ich den Flachbettscanner benutze. Wenn ich jetzt also hier, jetzt habe ich mal beide Blätter reingelegt, wenn ich jetzt hier einen Scanvorgang starte, dann macht er die gleiche Vorgehensweise. Der fängt eine Datei an und schließt die ab. Sobald er hier mit dem Scan fertig ist, meldet er dem Dateisystem neue Datei. Wenn ich jetzt auf Beenden drücke, passiert mit der Datei gar nichts mehr. Das ist nur das Signal für den Scanner. Ich kann ja jetzt aber, wenn ich nochmal drücke, nochmal was scannen, also noch eine Datei anhängen, und hätte jetzt ein PDF mit zwei Seiten. Aber auch hier macht er das gleiche wie beim Einzugsscanner. Er meldet halt immer wieder Datei fertig. Das ist ja inhaltlich nicht ganz korrekt.
Ich kann aber auch verstehen, warum Canon das so gemacht hat, weil man in jedem Fall immer eine konsistente Datei hat. Wenn ich jetzt hier vergesse, beenden zu drücken, habe ich trotzdem eine konsistente Datei. Insofern kann ich das schon verstehen. Im Einzugsscanner kann ich das weniger verstehen. Auch hier greift jetzt mein Mechanismus, dass halt die Datei eine Minute alt sein muss. Wenn ich jetzt halt langsam beim Scannen bin und eine Minute lang nichts scanne, naja, dann habe ich das Problem halt trotzdem wieder. Aber das ist in der Praxis eigentlich nicht mehr relevant. Wenn man vorm Scanner steht, dann braucht man keine Minute, um das zweite Blatt zu scannen. Auch hier wird jetzt wieder der gleiche Mechanismus getriggert. Der Feindbefehl, der ständig läuft, der guckt halt eben, ist die Datei eine Minute alt und erst dann schiebt er die tatsächlich rüber. Jetzt könnte man sagen, fertig, Problem gelöst. Das ist nicht ganz der Fall. Ich habe noch ein anderes Problem gehabt. Mein Synology NAS ist natürlich verschlüsselt. Und wenn ich das hochfahre, initial, dann habe ich das Problem, dass ja der Scan-Ordner auch verschlüsselt ist. Und wenn jetzt mein Autostart, in meinem Autostart liegt natürlich SynOCR und das findet dann keinen Ordner und kann nichts überwachen und beendet sich dann nach einer gewissen Zeit. Die gewisse Zeit sind ein paar Sekunden, also so schnell kann man den Ordner gar nicht entschlüsseln. Gut, was ist jetzt hier für die Lösung? Da habe ich eine kleine, eine Weilschleife geschrieben und die prüft jetzt, ist dieser Ordner überhaupt verfügbar und erst dann wird SynOCR gestartet und nicht vorher. Also ich habe ein kleines Delay eingebaut und wenn ich 3 Stunden brauche, das zu entschlüsseln, ist das auch kein Problem. Die Weilschleife, die prüft jede Minute, ist der Ordner da und wenn der Ordner da ist, erst dann wird SynOCR gestartet. Jetzt fasse ich nochmal die 3 Probleme zusammen, die ich hatte. Mein erstes Problem war einfach die Freigabe der Dateien und dass hier mein Canon-Drucker ein uraltes Protokoll unterstützt. Dazu musste ich meine Geräte erstmal vorbereiten. Elegant ist das nicht, funktionieren tut es trotzdem. Das zweite Problem war, dass der Scanner die Dateien immer abschließt, wenn eine Seite gescannt wurde, egal wie ich das mache. Und damit würde mein OCR-Mechanismus, also mein Texterkennungsmechanismus, direkt anfangen, die Texterkennung durchzuführen und die Dateien dann in der Quelle zu löschen. Das letzte und dritte Problem war, dass meine Ordner beim Start des NAS verschlüsselt sind und das den Autostart von SynOCR blockiert hat. Das konnte ich dann lösen, indem ich eine kleine Weilschleife gebaut habe, die dafür sorgt, dass SynOCR tatsächlich erst gestartet wird, wenn der Ordner vom Scanner vorhanden ist. An der Stelle danke ich euch fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, schaut auch mal in die Videobeschreibung oder abonniert gerne meinen Kanal.